Anja und wir schauen uns heute eine weitere animierte Geschichte an. Falls ihr Lachen aus dem Hintergrund hört, es tut mir leid, mein Freund sitzt neben mir, will sich nicht zeigen, aber er will dabei sein, aus Gründen, die keiner kennt. Was wir uns heute anschauen, ist, ich nahm an einer seltsamen TV-Show teil, um berühmt zu werden, ja? Ich habe das Thumbnail gesehen und es hat mich direkt abgeholt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, der fühlt's. Alrighty, let's go! Diese Beine sind nicht lang genug. Ihre Nägel sind viel zu hässlich. What? Diese hier hat nicht mal ihre Beine rasiert. Und hier, Moment mal, diese Tätowierung. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen. No! Unmöglich. Könnte sie das wirklich sein? Es ist deine Mom, es ist deine Schwester. Nein, warte. Lass mich am Anfang beginnen. Mein Name ist Troy. Ich bin 19 Jahre alt und soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer davon geträumt, ein Promi zu werden. Im Rampenlicht zu stehen. Die roten Teppiche, Paparazzi, die mir überall folgen, das alles hat mich fasziniert. Muss ich sagen. Ich träumte davon, ins Fernsehen zu kommen. In der Zwischenzeit lebte ich ein ganz normales Leben. Okay. Ich schlief bis mittags, spielte Computerspiele und hing abends mit meinen Freunden ab. Ich war eigentlich ganz zufrieden damit, wie die Dinge waren. Aber dann kam ein Tag, der alles veränderte. An diesem Tag kam mein Vater auf mich zu und sagte, Troy, William Malone, nicht der Vater. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Mein Herz machte einen Sprung. Und das aus gutem Grund. So kann es nicht weitergehen. Du bist aus der Highschool raus, aber du faulenzt nur, anstatt aufs College zu gehen. Ich habe daraufhin nur mit den Augen gerollt. Meine Eltern haben mich immer zurechtgewiesen und versucht, mich zu Dingen zu zwingen, die ich nicht wollte. Ich war es gewohnt, sie zu ignorieren und zu sagen, dass ich nirgendwo hingehen würde, weil das Studium mich davon ablenken würde, ein Star zu werden. Weil meine Eltern anderer Meinung waren, sagte mein Vater, in diesem Fall werden deine Mutter und ich dich nicht mehr unterstützen. Ja, entweder du gehst aus College oder du suchst dir ein neues Zuhause. Ja, let's go, ich traute meinen Ohren Troy. Nicht. Meint er das ernst? Ja. Wollte er mich wirklich rausschmeißen, nur weil ich keine Zeit mit dem College verschwenden wollte? Wenn das so war, wollte ich auch nicht bei ihm leben. Die Worte meines Vaters machten mich so wütend, dass ich sofort losging, um meine Sachen zu packen. Außerdem kannte ich einen Ort, an dem ich bleiben konnte. Natürlich ging ich direkt zu Emily, meiner Freundin. Emily, na klar, zu diesem natürlich, Zeitpunkt hab ich mir auch gedacht, waren wir erst seit ein paar Monaten zusammen. Emily. Aber ich war mir sicher, dass es mit uns sehr ernst war. Mhm. Ohne lange zu überlegen, erzählte ich ihr alles. Und um ehrlich zu sein, erwartete ich, dass sie sich freuen würde. Aber Emily wollte überhaupt nicht, dass wir zusammen wohnen. Understandable, huh? Ich meine, du kennst sie jetzt noch nicht so lange. Warum würde sie wollen, dass du bei ihr einziehst? Das ist irgendwie weird. Es gab kaum genug Platz für sie und ihre Katze in ihrer kleinen Einzimmerwohnung. Ich fühle Emily. Aber ich konnte nirgendwo anders wohnen. Also hat sie nach kurzem Überlegen zugestimmt. Oh, wenn ich nur gewusst hätte, wie sich die Dinge weiterentwickeln würden. Am Anfang war das Leben mit Emily wie ein Märchen. Ich wachte auf und auf dem Tisch stand ein warmes Frühstück für mich bereit. Abends, wenn sie vom College nach Hause kamen, haben wir viel geredet. Und dann sind wir spazieren gegangen. Natürlich gingen wir nicht mehr ins Kino oder in Café. Darf ich mal anmerken, ich habe mittlerweile genug von diesen Geschichten geguckt, dass ich weiß, wie die Mädchenmodels von denen aussehen. Die sehen alle gleich aus. Die haben die gleichen Klamotten an. Die gleiche Person gab es schon mal in Blond. Die ändern einfach die Farbe von dem Kleid und die Haarfarbe und dann sagen sie, oh, jetzt heißt sie Emily. Es ist eine neue Person. Frech, ich sehe das. Ist, weil ich kein Geld hatte. Aber Emily schien das nicht zu stören. Sogar das Internet in ihrer Wohnung war besser als bei mir zu Hause. Also musste ich mich tagsüber, während sie weg war, nicht langweilen und nutzte die Zeit fürs Zocken. Dann ja, weil man damit ja so berühmt wird. Holy moly, Troy, du bist ein kleiner Luzer. Tages hörte ich die vertrauten Worte. Troy, wir müssen uns ernsthaft unterhalten. Es stellte sich heraus, dass Emily sehr unglücklich mit mir war. Sie fing an, mich anzuschreien, dass ich den ganzen Tag nichts anderes tue als Computerspielen. Dass ich mich nicht um einen Job bemühe, dass ich sie immer mit meinem Geplapper ablenke und auch, dass ich ihr seit Ewigkeiten nichts mehr geschenkt hätte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so über mich dachte. Ich hatte geglaubt, wir hätten die perfekte Beziehung. How? Um ehrlich zu sein, Emily hat mich wirklich verletzt. Also beschloss ich, mir einen Job zu suchen. Und weißt du, es stellte sich heraus, dass es viel schwieriger war, als ich gedacht hatte. Okay. Für die meisten Stellen war ich vollkommen ungeeignet. Ja, weil du nichts mir fehlten kannst, die Fähigkeiten Troy. Oder die Erfahrung für die Jobs, die ich haben wollte. Plötzlich hatte ich eine brillante Idee. Eine Fernsehsendung natürlich. Na klar. Darin wäre ich am besten und das würde mich berühmt machen. Also habe ich mich am nächsten Tag schick gemacht und bin in das größte Fernsehstudio der Stadt gefahren. Hat er sich schick ich gemacht, suchte hat mir nicht irgendeine Sendung aus, sondern die coolste. Über Menschen, die auf einer einsamen Insel überleben. Nope. Die Teilnehmer mussten eine Reihe von Tests bestehen, um ein Kandidat in der Show zu werden.
medizinischer Check-up, über mich erzählen, Ausdauertraining, ich habe alles geschafft. Was ist denn über aber mich dann erzählen kam die Zeit für den Test? Abschlusstest. Ihr werdet nicht glauben, was das war. Man hat uns lebende Insekten zu essen gegeben. Ich hätte fast gekotzt, aber ich habe mich zusammengerissen und tapfer zugestimmt, es zu tun. Klasse. Die anderen Teilnehmer hingegen weigerten sich, so etwas Ekliges zu essen. Ihr Pech. Immerhin verkündeten die Organisatoren fast sofort, dass niemand tatsächlich Insekten essen müsse. Es war ein Test gewesen und ich hatte ihn zum Glück erfolgreich bestanden. Ich war mir sicher, dass sie... Wenn das einzig positive Ding ist, was für dich spricht, ist, dass du der Einzige warst, der willing war, die Insekten zu essen. Würde ich nicht sagen, dass es ein guter Punkt ist, Troy. I'm sorry. Mich für die TV-Show auswählen würden. Jetzt musste ich nur noch auf die Ankündigung warten. In der Zwischenzeit beschloss ich, einen Spaziergang durch den Pavillon zu machen. Schließlich war ich an dem Ort, von dem ich mein ganzes Leben lang geträumt hatte. Als ich zwischen den Requisiten umherging, bemerkte ich plötzlich ein verdächtig aussehendes Paar in der Ecke. Ich versteckte mich hinter einer Kiste und sah etwas Interessantes. Als ich mich umschaute, zog mein Konkurrent um den Platz in der TV-Show ein riesiges Geldbündel aus seiner Jacke und reichte es dem Organisator, der es in seine Tasche steckte und etwas flüsterte. Ich konnte nicht hören, was es war. Nach dem Mittagessen gab es eine Ankündigung der Gewinner, die für die Show ausgewählt worden waren. Ich freute mich schon darauf, meinen Namen zu hören. Mein Herz klopfte wie wild. Aber überraschenderweise, der Organisator kam zum letzten Namen und es war nicht meiner. Es war der Kandidat. Oder wie ist es überraschend für dich? Du hast gesehen, wie der dem anderen Geld gegeben hat. Das ist dein einziger Counterboy gewesen. Den ich im Pavillon zwischen den Requisiten gesehen hatte. Erst da wurde mir klar, was passiert war. Er hatte den Organisator bestochen und mir den Platz in der TV-Show gestohlen. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so ungerecht behandelt gefühlt. Schrecklich aufgebracht, steuerte ich auf den Ausgang zu, als ich plötzlich an der Tür aufgehalten wurde. Ein Mädchen stand vor mir und sah mich nervös an. Es stellte sich heraus, dass im Nachbarpavillon an diesem Tag eine andere Fernsehsendung gedreht wurde. Aha. Aber die Sache war die, der Hauptteilnehmer war plötzlich erkrankt und nicht gekommen. Sie brauchten dringend einen Ersatz, denn die Live-Sendung konnte nicht abgesagt werden. Ja, hatte sich mein Glück endlich gewendet? Ich traute mir nicht so recht, es zu glauben, stimmt aber natürlich zu. Auf dem Weg zum Drehort erklärte mir das Mädchen schnell, worum es in der Sendung ging. Sie hieß 10 Gründe, sich zu verlieben. Und ihr Star wollte eine perfekte Freundin suchen. Er würde sich die Körperteile von Fremden anschauen, ohne deren Gesichter zu sehen. Die Kandidatinnen, die er am wenigsten mochte, würden eliminiert werden, bis nur noch eine übrig wäre. Ich war absolut begeistert von der Idee. Und er ist der Geist. Alle Kameras. Der hat abgesagt und war so, nein, ich möchte kein Geld, ich möchte keinen Erfolg, ich möchte lieber gehen. Und dann haben sie gesagt, Troy, du bist unser Mann. War auf mich gerichtet. Die Augen von Tausenden von Zuschauern klebten an den Bildschirm. Und bis zu 10 Mädchen kämpften um meine Aufmerksamkeit. Was könnte cooler sein? Das war der Moment, auf den ich mein ganzes Leben gewartet hatte. Ich beschloss, es allen zu zeigen, unvergesslich zu sein und absolut jeden zu beeindrucken. In der ersten Runde musste ich die Taillen der Mädchen anschauen. Und ich habe nicht gezögert, alles zu sagen, was ich dachte. Okay. Dieser Bauchnabel war zu hässlich. Dieses Mädchen hatte zu viel Fett an den Seiten. Und die da hatte ein sehr seltsames Muttermal. Ich machte mir keine Gedanken darüber, die Gefühle von jemandem zu verletzen. Das Wichtigste für mich war, cool auszusehen, denn das könnte meine einzige Chance sein, Schade. Mich zu beweisen. Auch bei der Beurteilung von Händen, Ohren und Haaren hielt ich mich mit Kommentaren nicht zurück. Okay, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wenn jemand was Gemeines über deine Hände sagt oder über deine Ohren, dann sitzt du halt da und denkst dir, okay. Ich sagte die unangenehmsten Dinge, die mir einfielen. Schließlich waren nur noch 4 Kandidatinnen in der Endrunde übrig. Ich ging auf das Set hinaus und sah eine Reihe von schlanken Beinen direkt vor mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich schon tief in die Rolle des strengen Kritikers hineingesteigert und wollte keinen Rückzieher machen. Diese Beine waren nicht lang genug. Die hatten hässliche Nägel. Das dritte Paar, waren das etwa Haare? Wer hatte sie überhaupt reingelassen? Da ich nicht noch mehr von dieser Sauerei sehen wollte, ging ich zu den letzten Beinen über. Als plötzlich... Dude, du hast auch Haare an den Beinen. Will jetzt Sauerei? Hasse dich. Mein Blick auf der Tätowierung hängen blieb. Moment mal, das hatte ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich dachte ein paar Sekunden lang angestrengt nach und verstand schließlich... Ich konnte dieses Tattoo einfach nicht erkennen. Es ist das von seiner Freundin, es ist von Emily, oder? Ist es Emily? Es war genau dasselbe wie das von Emily. Steckte meine Freundin hinter diesem Bildschirm? Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich fühlte mich wie in einem dummen, sehr unheimlichen Traum. Eben noch stand ich da, glücklich und zuversichtlich. Aber wie kannst du deine Freundin nicht erkennen und erst, wenn du später das Tattoo siehst, sagen,
Oh, das könnte meine Freundin sein. Du hattest straight up den Bauch und alles, was du bewerten sollst. Denkst du dir nicht irgendwann, oh, das sind die gleichen Haare wie meine Freundin, das sind die gleichen Hände wie meine Freundin, das sind die gleichen, keine Ahnung, Körperproportionen wie meine Freundin. Denkst du dir nicht irgendwann, ha, das könnte meine Freundin sein? Nein? Hatte mich Emily nicht mehr? Oder hatte sie mich vielleicht nie geliebt? War sie wirklich heimlich zur Schau gekommen, um einen neuen Freund zu finden? Was ich damals nicht wusste, war, dass es nicht bei diesem Verrat bleiben würde. Oh. Plötzlich sah ich mich um und bemerkte, dass die Leute im Studio mich entgeistert ansahen. Mir wurde klar, dass ich es übertrieben hatte und etwas zu weit gegangen war, als ich diese Mädchen kritisierte. Ich konnte mich kaum daran erinnern, was als nächstes geschah. Alles war verschwommen, die Show war zu Ende und meine Freundin wollte sich nicht zu mir bekennen. Sie war es definitiv. Emily sagte, sie wolle nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie hat mich direkt im Studio abserviert, vor allen Leuten. Ich kam ganz genommen zu Emilys Haus. Ein Koffer mit meinen Sachen wartete an der Tür auf mich. Die Dinge waren schon schlimm, aber das Leben hatte mich wirklich nicht auf das vorbereitet, was als nächstes geschah. Als ich runterging und aus dem Haus kam, wartete eine Gruppe von Typen auf mich. Was war da los? Ich konnte an ihren geballten Fäusten und finsteren Gesichtern erkennen, dass sie mir gegenüber nicht besonders freundlich gesinnt waren. Es stellte sich heraus, dass sie die Brüder des Mädchens waren, das ich wegen ihrer haarigen Beine so sehr kritisiert hatte. Sie waren gekommen, um mit ihren Fäusten zu zeigen, wie falsch ich lag. Ich flüchtete und rannte so schnell ich konnte. Nach einer Weile fielen sie zurück und ich versteckte mich im Gebüsch. Was hatte ich falsch gemacht? Warum war es so schlimm geworden? Ich hatte keine Freundin. Vor allem, der Erzähler ist so, ich rannte so schnell, wie ich konnte, aber irgendwann verloren sie mich. Pause mehr. Ich saß auf der Straße, völlig allein. Schließlich überwand ich meinen Stolz und rief meinen Vater an. Er hörte mir aufmerksam zu, hatte Mitleid mit mir und sagte, ich solle nach Hause kommen. Mittlerweile habe ich erkannt, dass meine Eltern die besten Eltern auf der Welt sind. Was mich betrifft, ich weiß es nicht. Vielleicht verdiene ich es wirklich nicht, erfolgreich zu sein. Nee. Oder ich habe nicht genug dafür getan. Ja, was denkst auch. Du? Bitte schreib unten in die Kommentare, wie ich alles in Ordnung bringen kann. Unser lieber Hauptcharakter... Alter, ich hasse die Leute. Ich habe das Gefühl, die schreiben mit Absicht einfach Hauptcharaktere, die du nicht magst. Ich hatte bis jetzt noch keinen Hauptcharakter, wo ich gesagt habe, boah, der tut mir aber leid. Boah, das ist ein tragischer Schicksalsschlag, der ihm da widerfahren ist. Nein, die sind immer nur so, ich bin doof, ich mache doofe Sachen, ich mache doofe Sachen, ich mache noch mehr doofe Sachen. Ah, die Leute mögen mich nicht mehr. Mann. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch oder nicht. Dann nicht. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.